Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Showdown Randomizer. Und heute ist schon der, ich glaube, 14. Part, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann ja mal kurz rüberluschern. Ja, wir haben den 14. Part heute und im heutigen Part möchte ich mich mal um Raliust kümmern. Aber zunächst, bevor ich hier starte, zu randomisen. Ich kann euch sagen, ja, ihr könnt gegen mich kämpfen. Gar kein Problem. Das Einzige, was ihr machen müsstet, ist mich entweder, weiß nicht, auf Steam adden oder auf Discord adden oder einfach auf meinen Discord-Server kommen oder so, damit wir halt eine bessere Kommunikationsmöglichkeit haben als die YouTube-Kommentare, weil das ist schwer über YouTube-Kommentare natürlich dann beispielsweise einen Kampf auszumachen. Das heißt, ihr müsst irgendwie schauen, dass ihr ja in Kontakt tritt. Ob es jetzt über Twitter ist, ob es jetzt über Steam ist, ob es jetzt über Discord ist. Ihr könnt euch das aussuchen. Ich habe euch so gesehen ja die Links eh in die Beschreibung reingesetzt und da könnt ihr einfach mal eben ganz schnell reinschauen. Außerdem danke für die Leute, die sich gestern den Trailer angeschaut haben zum Pokémon-Quiz. Werde euch jetzt natürlich jetzt nicht sagen, wer es nicht gesehen hat, wann das Pokémon-Quiz wieder startet. Dafür solltet ihr euch das gestrige Video anschauen, mit dem Titel Bald ist es wieder soweit oder es kommt bald wieder. Irgendwie so hieß mein Titel. Ich kenne meine eigenen Videos nicht vom Titel. Irgendwie so hieß das. Auf jeden Fall, ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist ein Punkt, Punkt, Punkt im Thumbnail, ja. Schaut es euch an. Das ist ein Trailer. Es ist nichts Großes. Ich kann sowas nicht erstellen. Ich habe irgendwie mein Bestes gegeben. I don't know. Und ich hoffe natürlich, dass ihr Bock habt auf das Pokémon-Quiz und so, denn ich habe da selber richtig Bock drauf und da waren ja auch geile Momente dabei in der neuen Staffel. Wie dem auch sei, heute Raliust ist an der Sache und ich würde einfach mal direkt randomisen und wir schauen einfach mal, okay. Ich meine, das Pokémon hier tatsächlich, dazu kann ich euch eine kleine Anekdote erzählen. Ich wusste vor, ich denke mal, ein Monat. Also bis vor einem Monat wusste ich nicht mal, dass das Pokémon keine Ultrabestie ist. Also ich ging wirklich davon aus, das Viech ist eine Ultrabestie. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, für den Pokémon-Veteran, der jetzt natürlich Pokémon schon seit 30 Jahren spielt und da jetzt gerade vorsitzt und sagt, Alter, und der jetzt immer noch mega aktiv am Spielen ist, der wird jetzt wahrscheinlich sagen, Bruder, wie kannst du das Pokémon mit einer Ultrabestie vergleichen? Alter, ich dachte, das Teil sieht halt so untypisch für ein Pokémon aus und so typisch für so eine Ultra-Bestie, dass ich dachte, ja, das ist doch bestimmt eine Ultra-Bestie. Bis vor irgendwie einem Monat, wo ich mal in die Pokémon-Liste reingeschaut habe und ich gesehen habe, irgendwie ist das Pokémon ja doch gar keine Ultra-Bestie. Wie dem auch sei, sonst mein Team, zwei unfassbare Stall-Pokémon. Gut, dich kenne ich halt nicht, aber wenn ich mir anschaue, wie man dich spielt, dann sieht es auch irgendwie so ein bisschen danach aus. Oh, Hard-Hitting, geiler Lead. Und ich würde einfach mal sagen, wir beginnen jetzt einfach mal und schauen mal, dass wir hier ganz gut bestehen können. Außerdem, by the way, es ist unfassbar warm irgendwie wieder geworden hier in Deutschland. Ich habe jetzt zwar meinen Ventilator hinter mir, aber wie ihr sehen könnt, der ist nicht an, wegen der Aufnahme. Normalerweise wird der hier so bei mir stehen, also hier halt so schräg bei mir und würde mich die ganze Zeit anpusten mit Wind. Damit ich halt eben gekühlt werde, aber jetzt momentan der Aufnahme, das geht nicht. Ihr hört das richtig laut und deswegen tue ich das auch nicht. Hier kann ich mir vorstellen, leadet er entweder mit Brigaron oder mit Registeel. Nichtsdestotrotz würde ich, glaube ich, bei egal welchem Pokémon Roserade gerne leaden und da auf jeden Fall schon mal so dafür sorgen, dass ich meine Hazards rausbekomme. Only off by 1P. Okay, alles klar. Es gibt eine weitere Sache. Ich finde das sehr schade, dass man hier beispielsweise gar nicht mehr ZU spielen kann. Normalerweise war es vorher so, dass man bei Other Metagames hier auf ZU gehen konnte. Das gibt's jetzt nicht mehr. Das finde ich voll schade. Man kann jetzt nur noch kämpfen, wenn man hier in einem Chat halt ist und dann so Battles macht. Das finde ich total schade. Registeel, okay, war ich ja gar nicht mal so schlecht dabei. Ich glaube nicht, dass du groß was machen kannst und deswegen gehe ich da direkt auf meine Spikes. Du kannst natürlich irgendwas, ja genau, deine eigenen Rocks halt eben raussetzen. Außerdem, gegen sein Team gefällt es mir auch, die Toxic Spikes eben rauszubekommen. Er crittet mich mit Earthquake, cooler Typ. Na, ich möchte da lieber nochmal Toxic Spikes rausbekommen. Damit ich seine Pokémon schwer vergifte. Jetzt setze ich Synthese ein. Der kann ja meinetwegen die ganze Zeit Erdbeben halt einsetzen, solange ich meine ganzen Dinger hier rausbekomme. Gut, ich kann mir vorstellen, der wird wahrscheinlich auf einem Pokémon Defog haben, wobei ich sehe nicht, auf welchem Pokémon er das haben kann aus seinem Team. Das heißt, ich habe da ehrlich gesagt gar nichts gegen, da jetzt sein ganzes Team so mit Hazards zuzumüllen. Ich meine, er hat seine Rocks draußen. Ich habe hier aber auch, glaube ich, keinen. Nein, Spinner habe ich nicht. Ich habe alles außer einen Spinner. Holy shit, nochmal. Ja, wie gesagt, du kannst meinetwegen jetzt den Earthquake einsetzen, kein Problem. Oh, jetzt geht er aber raus. Jetzt kriegst du aber auch schon mal einen ganz netten Damage-Pile jetzt hier in die Fresse gesetzt. Ich muss mich mal vernünftig hier hinsetzen. Weiß immer noch nicht so ganz genau, was er machen kann mit Chestnut. Er könnte Fire Punch haben, aber es ist halt nonstop. Ich glaube, ich überlebe einen Fire Punch.
Ah, Bulletproof ist er. Er setzt seine eigenen Spikes. Jetzt habe ich ein Problem und jetzt muss ich dafür sorgen, dass er auf jeden Fall, dass sie nicht alles so rausbekommt. Oh shit, jetzt hat er selber so viel draußen. Das Gute ist, keine Toxic Spikes zumindest. Jetzt setze ich einen Will-O-Wisp raus, weil ich mir vorstellen kann, dass er jetzt... Reggie-Stil. Da habe ich auch nichts gegen, dass ich ihn da Will-O-Wispe. Ist absolut in Ordnung für mich. Und ich würde jetzt tatsächlich versuchen, die ganze Zeit mit Shadow Ball ihm versuchen, Schaden zu machen. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass er mir groß Schaden machen kann, vor allem nicht nach dem Burn. Er könnte Toxin jetzt einsetzen, was er auch macht. Ist ja sein gutes Recht. Ich bezweifle aber, dass er jetzt beispielsweise in hier Beware reingeht. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie du auf Deutsch heißt. Das bezweifle ich. Er könnte es machen. Dann gehe ich jetzt auf... Er ist nicht schneller als ich, dann gehe ich jetzt auf Dazzling Gleam. Und das sollte ihn, glaube ich, KO'en. Weil du hast halt nur dieses Fur Coat oder so heißt das. Nee, Fluffy ist das. Sorry, genau. Aber es war doch für die physische Defensive, oder verwechsel ich gerade irgendwelche Fähigkeiten? Ich glaube nicht. Vor allem, ich finde das lustig, dieses Invalid Choice, sorry too late to cancel. Das passiert mir momentan sehr oft im Pokémon Showdown. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Also es passiert mir halt auffällig oft, möchte ich halt schon sagen. Dass es natürlich auch vorkommen kann, ist halt klar. Und ich weiß auch, wieso es kommt, aber es passiert momentan auffällig oft. Und ich glaube, PokeAimMD hat auch schon in einem seiner Videos so gesagt gehabt, sodass ihm das momentan sehr oft passiert. So, er hat immer noch keinen safen Switch in für Shadow Ball. Ich meine, er könnte als letzten Move halt Protect haben, das jetzt halt eben einsetzen. Ich gehe nochmal auf Nasty Plot. Nee, macht er nicht. Er geht auf Iron Head, er geht auf vollen Angriff. 30% Schaden kriege ich als nächstes, wenn er jetzt Protect einsetzen würde, würde ich trotzdem noch überleben und den nächsten Angriff machen können. Also er switcht halt nicht gut für Shadow Ball halt eben ein. Und deswegen kriege ich hier auf jeden Fall noch KOs. Beziehungsweise Gardevoir, ich bin mir jetzt gerade... Nee, der setzt wahrscheinlich Chestnut ein, genau. Aber wie gesagt, da kriege ich auf jeden Fall trotzdem auch mega... Wobei, wie ist denn das mit Bulletproof? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Doesn't affect Bulletproof Pokémon, das steht hier nicht. Also mag ich meinen, dass Shadow Ball hier das bessere Play ist. Ach, doesn't affect... Ach so. Okay. Ja, nee. Macht Sinn. Ich habe das falsch interpretiert. Ich habe das jetzt so verstanden, dass Pokémon die Bulletproof haben. Also, das Bulletproof nicht affected. Also, dem Angriff affected. Wisst ihr, wie ich meine? Das habe ich jetzt gerade falsch gelesen. Gut, das war jetzt blöd. Das hätte nicht so passieren müssen. Nicht so cool. Ich sehe aber auch keinen safen Switch in Umbreon, wenn ich da sowas wie Foulplay mache. Ich meine, der kann halt drinbleiben. Weil Swallow, das Gute ist jetzt halt eben mit Schwalboss, Brave Bird, das switcht er auch nicht gern rein, außer halt eben den Ampharos. Ich kann mir vorstellen, der geht jetzt Ampharos, deswegen gehe ich mal auf U-Turn. Ich gehe jetzt einfach mal U-Turn. Ja, er geht auf Ampharos, genau. Somit habe ich da jetzt auch nochmal Toxin raus und ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal diese Switch-Advantage. Natürlich kriege ich Statik ab. Ich meine, ich habe Fassade, aber dafür wäre halt der Flame Orb da gewesen. Wenn das Mega ist, dann bin ich halt trotzdem schneller, glaube ich, sogar als er. Müsste, glaube ich, so sein. Bin mir jetzt gar nicht mal so sicher, tatsächlich. Was ist hier jetzt das Beste, was ich machen kann? Ich glaube, ich gehe auf Umbreon. Ja, ich glaube, Umbreon ist hier das Beste, was ich machen kann. Und ich gucke einfach mal, indem ich Wish einsetze. Ich schaue einfach mal, was er macht. Er könnte ja zum Beispiel Chestnut wieder rüber wechseln und so. Kriegt aber gut Schaden durch Spikes eben. Ich habe keinen Protect auf dich, oder? Nee, habe ich nicht. Ich habe also wirklich nur Wish. Nee, 207 steht hier. Okay, also werde ich wahrscheinlich nicht schneller sein. Er hat Focus Blast. Okay. Er hat Focus Blast. Nächstes wäre 18 Schaden. Jetzt setze auch gerne Focus Blast ein. Kofagris macht ja eh keinen Schaden. Und hier eigentlich genau wieder dasselbe. Er hat keinen guten Shadow Ball Switch in mehr. Sprich, ja, selbst wenn er jetzt irgendwie entscheidet, irgendwie Chestnut zu gehen oder irgendwie sowas, die sollten gut Schaden bekommen. Shadow Ball connected und sollte ihn jetzt rausnehmen mit Toxin. Absolut korrekt. Und jetzt stehe ich relativ gut da, glaube ich. Weil Ampharos war noch so das Pokémon, wo ich ein bisschen meine Bange hatte. Jetzt geht er auf Chestnut raus. Das kann er auch meinetwegen machen. Aber ich weiß nicht, was er darauf hat. Ich weiß nicht, was Chestnut so alles erlernen kann. Ich will mal hier ganz kurz nachschauen. Also, ich sag gerne immer so englische Namen, wisst ihr? Hast du hier irgendwas sehr Effektives? Er könnte Shadow Claw haben. Hat er was? Ah ne, das wird ja oben immer so blau gemacht. Er könnte Shadow Claw haben. Das wäre eine Möglichkeit. Und sonst sehe ich hier nichts Großes, was er einsetzen könnte, was mir groß Schaden macht. Ja gut, Fling mag ich jetzt eher zu bezweifeln. Bite mag ich jetzt auch eher zu bezweifeln. Payback weiß ich auch nicht genau. Er setzt Toxin ein, okay. Ja, ich dachte, der wird mich jetzt irgendwie attackieren. Dann setzt er halt eben Toxin ein.
Okay, nevermind. Toxin Seed Bomb Spikes. Vielleicht setzt er jetzt Seed Bomb ein oder sowas. Das wäre jetzt ja eine gute Möglichkeit. Aber dann sollte ich ihn KO'en eigentlich mit Shadow Ball. Für Shadow Ball sollte ihn genügend Schaden machen. Also jetzt nicht mit Shadow Ball selber, aber ich glaube, Shadow Ball macht dann genügend Schaden, um Toxinen dann aus dem Spiel zu nehmen, oder? Ach, Mann, ey! Wie kann man so doof sein? Marcel, überleg doch einfach mal. Setz doch deine Hidden Power Fighting ein, ey. Wie kann man so blöd sein manchmal? God dang it, ey. Ja, es ist schon ein bisschen später. So. Quick Attack mit Guts sollte dich eigentlich aus dem Spiel nehmen. Natürlich bin ich Full Parat. Warum ist das so ungerecht, das Spiel in solchen Fällen? Warum? Warum ist es so ungerecht? Ja, ich meine, setz jetzt eh Seed Bombs ein oder sowas. Nee, Drain Punch. Wieso gehst du auf Drain Punch? Das ist nichts effektiv. Egal. Aber das war dumm. Dumm mit Shadow Ball. Das war dumm und unnötig. Egal, ich hab Foul Play Umbreon. Aber er kann halt, weiß ich. Ach, Mann, ey. Da macht Liquidation mehr Sinn dahinter. Hab ich gerade noch mal nachgedacht. Du greifst halt eh speziell an. Das Pokémon ist anscheinend ein spezieller, absoluter, spezieller Monster-Tank. Deswegen habe ich jetzt Hoffnung in dich. Moonblast sollte nicht ausreichen dann. Nein. Liquidation macht sehr guten Schaden. Alter Schwede. Und ich kann mir vorstellen, er geht wieder auf Moonblast. Deswegen gehe ich auf Roserade. Und ich hab recht gehabt und gehe nochmal auf Spikes, damit. Ne, Cresselia Levitate. Da war ja was. Jetzt setzt du wahrscheinlich Psychic oder so ein Quatsch ein, oder? Bitte setzt Psychic ein. Bitte setz Psy und sei nicht irgendwie Choice Specs oder sowas. Bitte, bitte, bitte. Oder Psyshock, okay. Oh, das war gut gespielt. Ich habe gerade so ein bisschen bange gehabt und habe so Angst gehabt, dass er vielleicht Choice Specs ist und die ganze Zeit bei Moonblast bleibt oder irgendwie so ein Quatsch, aber das war ja schon mal ganz gut. Ich glaube, gegen dich möchte ich unbedingt Toxin rausbekommen. Du machst mir eh keinen wirklichen Schaden. Ja, protecte ruhig, dann kriege ich halt eben mehr Leben. Dadurch hast du nichts. Du hast mir jetzt mehr Leben geschenkt. Und zu scouten, das hat dir auch nichts gebracht. Ah, du hast Moonblast auf deinem Cresselia. Gut, minus Spezialattacke. Jetzt nicht wirklich viel gegen. Und zu Schaden hat das auch nicht. Das ist eher süß, ja. Hat aufgegeben. Hey, wir haben gewonnen. Aber ich finde, das Team war auch ziemlich cool. Ich finde, das Team ist ziemlich cool auch gewesen. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Und hat ja auch, wie man sehen kann, gut Work gemacht. Und das hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir im nächsten Team vielleicht auch gut Glück haben. Okay, ich sehe drei Pokémon, die ich geil finde in meinem Team. Porygon 2 erstmal, mega geiles Pokémon in seinem eigenen Team zu haben. Cresselia mag ich auch in eigenem Team zu haben. Und außerdem bin ich auch ein Fan von. Na, welches Pokémon ist das letzte? Rhyperior. Tatsächlich. Weil das Pokémon Rihornior mag ich auch als Pokémon. Es ist irgendwie. Ich finde das immer, ich vergleiche es immer damit. Rizeros und Rihornior nehmen sich nicht viel. Rizeros ist so das mehr Tankende, während du Rhyperior sehr gut angriffsmäßig halt eben spielen kannst, ne? Also ich meine, Rizeros natürlich auch, weil die nehmen sich halt nicht viel als Pokémon, aber du hast halt die Möglichkeit, bei Rizeros zumindest einen Evoliten eben zu spielen und so, und da würde ich das auch irgendwie nutzen. Wobei, man darf nicht vergessen, Spezialverteidigung von Rizeros ist halt wirklich kacke. Egal. Ich mag das Pokémon aber. Vor allem, weil ich das in meinen Playthroughs immer gerne benutze, wenn ich zumindest die Möglichkeit habe, es in meinem Playthrough zu verwenden. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich es jetzt. Ich glaube schon. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig kopiert. Absolut korrekt. Und dann würde ich sagen, so uns direkt das nächste Match. Ich bin gespannt, wie es mit dem Team ist. Lucarius und RUBL. Okay, das haben sie anscheinend hier geändert. Ja, dann tut es mir aber wirklich leid, da werde ich mit einem anderen Team zusammenraveln müssen. Randomize. Dann haben sie das wohl noch nicht aktualisiert oder der Typ. Aber gegen das Team habe ich auch nicht. Das ist für mich eigentlich ein Lead-Cloyster. Aber leider nicht mit Shell Smash, wobei das macht man eher in Uber, wenn man das Pokémon schon mitnimmt als Lead. Aber sonst gefällt mir das hier wieder sehr, sehr gut. Vor allem Mega Abamecenor finde ich auch ziemlich cool, das Pokémon. Wir sehen hier auf jeden Fall, Spezialangriff überwiegt hier doch sehr, sehr stark. Naja, wie dem auch sei, mache ich es halt eben mit dem Team aus. Es gibt hier auch wieder irgendwelche Probleme oder sowas. Was ich jetzt nicht hoffe.
Vor allem hoffe ich natürlich, dass wir erstmal einen Kampf hier bekommen. Hat es ja auch schon öfter gehabt, dass wir, ein bisschen länger gewartet haben, aber das geht hier auf jeden Fall sehr gut runter. Ist das wieder Regis Steel Lead mit Stealth Rock? Ich merke gerade, Stahl habe ich drei was dagegen. Drei gegen Stahl. Flamethrower wäre eins. Focus Blast. Was ist denn das dritte? Earthquake, da haben wir es doch. Ich will aber Bammes noch nicht machen wegen Iron Head und außerdem kann er auch vielleicht mit Rotom Heat halt eben leaden. Ich würde tatsächlich wieder Roserade versuchen. Oder Cloyster. Ja, ich gehe auf Cloyster. Ich gehe auf Austoss und schaue jetzt einfach mal. Ne, er startet tatsächlich. Oh, wobei, da habe ich auch nichts gegen. Ich meine, getroffen werde ich vom Hagel eh sowieso nicht. Du bist halt eben schneller, was ich schade finde. Aber ich meine zumindest, also Spikes kriege ich halt safe raus. Freeze Dry hast du auf dem Pokémon. Ah ja, gut, damit hätte man auch mehr oder weniger rechnen können. Ja, ich merke schon, Eis ist hier nicht so cool. Also zumindest, ja, wenn der Gegner Eis-Pokémon hat. Meluetta, Freeze Dry macht nicht so viel Schaden. Meluetta ist auch schneller als deine Wenigkeit. Deswegen gehe ich hier auch mal auf den Focus Blast. Er könnte jetzt... Aber er switcht nicht gerne in Focus Blast ein, sehe ich hier, ja. Ja gut, das ist halt die beste Möglichkeit, die er bei Focus Blast eben machen kann, ne? Ja, ich kriege hier keinen Drop, leider. Ich bin aber immer noch schneller, deswegen gehe ich hier auf U-Turn. Und ich denke mal nach U-Turn... Ah, du bist auch so ein blödes Pokémon für mich, ehrlich gesagt. Habe ich überhaupt irgendwas dagegen? Fairy nicht. Bug habe ich zwei, beziehungsweise Wasser habe ich drei Stück. Ja, dann gucken wir uns mal hier ein bisschen durch. Ich würde halt eben Neuven eben gehen und dann Air Slash machen. Das findet er halt auch nicht cool. Außer er geht in sowas wie Vanillax oder sowas. Deswegen gehe ich da mal rein. Ich weiß nicht, was er einsetzen würde. Ich kann von dem Pokémon nicht viel erwarten. Leech Life, okay, ist okay. Crittet mich natürlich. Klar. Und würde jetzt, wie gesagt, auf Air Slash gehen. Ich bezweifle, er geht auf Registeel und... Wieso gehst du auf Registeel? Was ist denn dein Plan hinter? Hidden Power Eis! Was ist denn dein Plan dahinter? Ich würde jetzt gerne wieder auf Meluetta wechseln, aber ich glaube, hier sehe ich auch eine gute Chance, Roserade Toxic Spikes eben rauszubekommen. Du gehst auf Stealth Rocks, deinen eigenen Rocks. Okay, dann kriege ich halt eben ein Layer Toxic Spikes raus, wo ich nichts gegen habe. Free eigentlich, weil ich denke nicht, dass du irgendwas gegen mich hast. Erdbeben halt, kann natürlich kommen. Aber wenn er es halt eben nicht wirklich offensiv spielt oder so, dann haben wir ja vorhin schon gesehen gehabt, ne? Was hat das nochmal gemacht? 20 Schaden oder irgendwie sowas? Also 20% an Schaden, was nicht viel ist. Und wo ich dann sage, ja, das, den Damage kann man dann auch mal mitnehmen. Vom Maximum Weber. Wenn er halt switchen tut, kriege ich halt meine Toxic Spikes eben draus. Schade ist, ich habe schon wieder keinen Spinner. Beziehungsweise auch keinen Defogger. Was ein bisschen blöd ist. Ist immer ein bisschen nervig. Wobei jetzt ist das eigentlich auch gar nicht mal so schlimm, weil wenn ich jetzt meine Spikes und so weiter raus habe, dann will ich auch eigentlich gar nicht defoggen. Kriege ich gegen irgendeinen anderen Pokémon Sleep Powder raus? Egal, ich setze Toxic Spike ein. Mach ruhig weiter Seismic Toss, habe ich kein Problem mit. Seismic Toss ist jetzt aber eine blöde Attacke, wenn ich halt eben switchen möchte. Ich würde Cloyster gerne einfach nur einsetzen, um Spikes rauszubekommen, weil Icicle Spear, das könnte ich gegen sein Virizion eben gebrauchen. Das Problem ist, Virizion wird mich outspeeden eben. Das heißt, Cloyster brauche ich sowieso nicht. So, genau. Und dann würde ich jetzt sogar vielleicht Bamisnoke, ja, nee, dann setzt halt Iron Head ein, ne? Ha, ist blöd jetzt gerade. Meluetta, ich meine, der weiß auch jetzt wahrscheinlich, dass Focus Blast kommt, deswegen gehe ich mal auf U-Turn. Ja, oder er riskiert's und denkt sich jetzt so, ja gut, dann bleibe ich halt eben weiter drin. Der macht mir halt eben, boah, der macht mir so viel Schaden, der switcht halt auch nicht aus. Er setzt wieder Seismic Toss ein. Da macht es am meisten Sinn, eine Bamisnoke eben einzusetzen. Aber das killt nicht mit Earthquake. Flogis will ich auch nicht gehen. Ich habe, glaube ich, verloren. Ich glaube, das habe ich verloren. Ja, Registeel ist kacke jetzt hier gewesen. Registeel ist irgendwie kacke, was das jetzt hier angeht. Jetzt setzt halt Iron Head ein. Ne? Erdbeben macht nicht so viel Schaden. Oder Toxin kann er... Ja, okay, geht natürlich auch. Ja, das macht gar keinen Schaden. Da macht es für mich auch nicht wirklich Sinn, hier drin zu bleiben. Und ich würde mir jetzt gerne ein neues Team hier zusammenraffeln.
Weil mit dieser kompletten Offensive, die ich hier gerade vor mir habe, kann ich doch besser leben. Komm, wir gehen auf vollste Offensive, die ich hier jetzt gerade vor meinen Augen liegen habe. Oh, Alter, scheiße, die waren da, Alter, du bist. Okay. Das kann natürlich jetzt ein bisschen heftiger werden. Hier sehe ich Pokémon, die nur offensiv krass sind. Ja, Durant ist RUB. Toll. Klappt sehr gut. Da versuchen wir es halt mit etwas Defensiverem. Das finde ich cool. Okay, dann machen wir es mit etwas Defensiverem. Okay, wenn das nicht funktioniert, machen wir es halt eben so. Mandibuzz finde ich da auf jeden Fall ziemlich geil. Ich mag Mandibuzz. Habe ich auch lieben gelernt durch Pancake vs. Seine. In der einen Folge, wo wir Doppelkämpfe gemacht haben. Da hat mir das Pokémon gezeigt, was es auf jeden Fall drauf hat. Was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben einen Spinner, wir haben Status, denn keine Prio, wir haben keinen Cleric, kein. Ah, ja, okay. Müssen wir auch eh nicht. Hazards haben wir, Recovery haben wir, Volt Switch, beziehungsweise U-Turn haben wir. Leadest du mit Austoss? Aus, das ist auch Kacke gegen mein Team, oder? Kommt drauf an, was für ein Austausch das ist. Sonst würde ich halt. Rotom Heat geht der. Ja gut, das switcht natürlich raus. Der Toaster Steve, also. Da gehe ich. Ups, mein Controller wäre mir fast runtergefallen. Ich habe jetzt gerade ein wenig ein Spiel gespielt, worauf ihr euch noch gefasst machen könnt. Was schon etwas länger nicht mehr gekommen ist. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool, dass du das Pokémon jetzt hier gerade einsetzt. Er setzt hier halt Gligar ein. Aber du bist ein Screener. Ach, wie cool bist du denn? Toll. Na gut, dann kriege ich halt meinen Stealth Rocks raus, weil die kriege ich halt auch safe raus. Ja, Volt Switch kannst du gerne ausprobieren, aber da kommst du nicht wirklich weit, mein Liebster. Und somit kann ich auch ein bisschen ausstallen hier deine Reflect Turns. Ob der jetzt wirklich nochmal Volt Switch macht, mag ich zu bezweifeln. Weil er jetzt schon mal versucht, wieso sollte er es jetzt nochmal machen? Er defogt einfach selber. So kriege ich seine Reflex ausgestallt. Und ich glaube, er geht jetzt wieder auf Volt Switch, weil er unbedingt raus möchte. Lolz, was geht denn jetzt ab? Inferno Overdrive! Christus im Himmel! Warte, war ich gerade schneller? Ja, ich war schneller. Was hat er dann als Move da? Overheat wahrscheinlich, ne? Das wird mich umbringen. Overheat wird mich killen. Ich weiß doch gar nicht, was ich da einsetzen will. Weil ich würde jetzt gerne switchen, Cresselia halt, ne? Jetzt setzt er wahrscheinlich nämlich, genau, er setzt Overheat nämlich jetzt auch ein. Und jetzt kann ich, glaube ich, safe auf Psychic gehen. Beziehungsweise Moonblast ist auch Kacke für sein Team. Ja, Volt Switch, genau, kannst du auch gerne machen. Moonblast ist auch irgendwie Kacke für sein Team. Ich kann mir vorstellen, er geht auf Relaxo. Damit kann er mich halt eben speziell ausstallen. Also könnte ich mir jetzt vorstellen, dass er jetzt auf Relaxo geht. Aber was anderes. Ja, vielleicht hätte ich lieber auf Psychic gehen sollen, fällt mir gerade ein. Weil ich bezweifle, dass der Gudra geht. Ja, Psychic wäre hier, glaube ich, das Beste gewesen. Vielleicht kriege ich einen Drop. Schade, ich kriege hier keinen Drop. Du hast wahrscheinlich Dark Pulse. Deswegen möchte ich da auch ungern drin bleiben. Und ich würde gerne auf Escavalier gehen. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich gehe auf Escavalier. Du setzt Dark Pulse ein, wie gedacht. Ich setze einfach Instant Megahorn. Ist mir scheißegal, Alter. Dark Pulse, bitte kein Flinch, bitte kein Flinch. Jawohl. Oh, 60. Jesus Christ. Und ich habe keine. Oh, ich habe keine Prio. 280 Speed ist das von dir. Das heißt, ich würde jetzt. Oh, will ich Gligar opfern? Das kann ich. Ich habe nochmal Defog. Du könntest halt Stealth Rocks legen. Was nicht so blöd ist gegen sein Team, ne? Er geht jetzt wieder auf Dark Pulse wahrscheinlich. Ich gehe auf Gligar. Ich sack es jetzt einfach, um jetzt mit Mandibuzz. Und Foulplay. Ich hoffe, er switcht nicht. Ich wäre jetzt auf Knockoff gegangen, aber ich bin mir nicht sicher, ob Knockoff ihn wirklich killt. Ich bin mir nicht sicher, ob. Warte mal, ich kann ja mal kurz etwas nachschauen. Ich schau mal kurz nach. Normalerweise würde ich sowas nicht nachschauen, aber. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht so genau. Warte. Mandibuzz hat auf jeden Fall. Knockoff ist hier mit drauf. Blastoise, Mega. Knockoff macht 17 bis. Ja, okay, wenn er halt hier, zum Beispiel, wenn HP weg ist. Wenn er
Wenn er keine HP-Investment hat, ist das eine gute Roll. Ich kann mir vorstellen, dass er aber HP-Investment hat. Aber wie gesagt, wenn er seine 108 oder was sind, habt 17 bis 21. Die Chance, dass ich ein KO ist, da. Aber ich gehe lieber auf Fallplay. Ah, hätte ich mal genommen. Wobei, nee, ist egal. Bei ihm ist ja eh egal. Natürlich, weil er hat halt eben... More than four moves is usually a sign of illusion. Achso, nee, aber das liegt ja daran, weil Z-Move da ja mit reingesetzt wird. Er hat ja keinen Zero. Ich wollte gerade sagen, diese Information habe ich da noch nie gelesen. Er geht jetzt wahrscheinlich wieder auf Volt Switch, was er auch gerne machen kann. Er geht auf Reflect. Okay, er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass ich jetzt einfach halt eben, ja, switche. Er hat halt, genau, Volt Switch. Er geht jetzt wahrscheinlich auf Volt Switch, gehe ich auf Psychic. Ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich noch versucht, irgendwie Overheat oder so ein Quatsch zu machen. Mag ich zu bezweifeln, dass er das macht. Deswegen denke ich mal, er setzt Volt Switch einen Switch wieder raus. Genau. Bitte nicht Relaxo. Weil Reflect ist halt auch gut für Relaxo. Weil dann wird es halt auf beiden Seiten relativ gut tanken können. Boah, Alter. Da musste ich ja ein bisschen... Gudra! Wäre ich da auf Moonblast gegangen, ne? Aber man kann es ja nie vorher wissen. Das ist so ein Choice Band-Variante. Ich würde gerne Moonlight einsetzen, das einfach mal ausprobieren. Mal gucken. Oh, Power Whip, aber geht daneben. Gut, dann gehe ich auf Moonblast. Ich bin ja anscheinend schneller. Das heißt, er hat kein Investment darauf gesetzt. Mal gucken. Power Whip, wie viel Schaden machst du? Das ist so süß! Da bleibe ich bei Moonblast. Iron Tail geht daneben. Da bleibe ich bei Moonblast. Er kann da sowieso nicht gut reinzwischen, außer Rotom. Er geht auf Shaman. Interessanter Play. Was möchtest du mit Shaman gegen mich machen? Ich bin interessiert. Warte mal. Ich bin interessiert. Ah ne, ich sollte vielleicht... Seed Flare macht gut Damage. Würde aber gerne Psychic eigentlich rausbekommen. Ja, Seed Flare setzt er auch ein. Er hat Life Orbed, okay. Ja gut, dann habe ich auch kein Problem mit damit Psychic einzusetzen. Und wenn er jetzt nicht crittet, dann habe ich sehr, sehr guten Damage aus ihm rausbekommen. Deswegen, nee, warte mal, ich gehe auf Moonlight, weil er zieht hier eh 10 Leben ab vom Life Orb. Und wenn er jetzt switchen sollte beispielsweise, jetzt geht's daneben. Okay, er hat jetzt gerade auch ein bisschen Pech. Viele Attacken von ihm sind jetzt auch gerade... Oh, Healing Wish setzt ein. Auf Blastoise, genau. Ja, okay, Touché. Jetzt geht er wahrscheinlich wieder auf Dark Pulse. Hier macht's aber... Man das gehört? Ich will es gar nicht weiter hinterfragen. Ist jetzt einfach passiert. Er setzt wahrscheinlich Hydro Pump. Er setzt jetzt wahrscheinlich, habe ich doch gerade gesagt, Dark Pulse ein. Gehe ich auf Mandibus. Ich weiß nicht, du hast doch wahrscheinlich Ice Beam, oder? Du nimmst doch wahrscheinlich Ice Beam mit. Oder? Ist Brave Bird hier eine gute Idee? Oder switcht er jetzt gleich wieder? Wie viel Leben hast du nochmal? 69. Oh, hast du Ice Beam? Er bleibt nicht auf Dark Pulse. Ich mach den Double. Ich mach den Double. Vielleicht switcht er ja auch aus. Wieder auf Rotom. Mit der Hoffnung, dass er kein Ice Beam hat. Weil jetzt ist es auch egal, weil ich switch halt jetzt raus, aber... Wenn er jetzt halt drin bleibt und Ice Beam eben einsetzt, dann wird er auch gleich drin bleiben, um halt eben wieder Dark Pulse einzusetzen. Okay, er bleibt drin wahrscheinlich. Ja, Water Pulse. Will der mich verwirren oder was? Mach mal ruhig Dark Pulse. Ich bin schneller als du. Warte mal, das kann funktionieren. Bitte critte nicht. Bitte critte nicht. Es kann funktionieren. Bitte critte nicht, bitte critte nicht, bitte critte. Wieso bin ich eigentlich schneller? Hat auch kein Investment da drauf. Interessant. Er hat Haze! Er hat Haze! What? Ja gut, dann hoffe ich vielleicht jetzt einen Speedf-Drop zu kriegen. Mach ruhig dein Haze! Mach dein Haze ruhig. Mach dein Haze. Mach dein Haze. Nein, er ist nicht blöd. aber ich bin schneller mit Mandibus. Und deswegen gehe ich hier wieder auf Fallplay. Beziehungsweise jetzt kann ich sogar auf Knockoff gehen. Weil jetzt wird das auch killen. Und wenn er halt switchen sollte, kriege ich ein Item weggenockt. So. Okay, das war... Hätte ich vielleicht auf Moonlight besser gehen können, ne? Er nennt es wirklich Klitoris. Ist das wirklich das, was du möchtest, Mann?
Ehrlich jetzt? Ich habe Angst, dass du irgendwie Shell Smash bist. Ich würde echt Knockoff machen. Ich habe Angst, dass er Shell Smash ist. Focus Sash! Er ist aber trotzdem. Okay. Okay. Nachdenken, Marcel. Was tust du jetzt am besten? Er ist schneller. Er setzt wahrscheinlich eisiges Bier oder so ein Quatsch ein. Und killt dich damit. Das tankt Mandibuzz nicht. Ich kann aber nicht meinen eigenen Cluster einsetzen. Ich mach's. Ich sex damit. Eisiges Bier, ja. Macht er auch. Ja, Hydro Pump kann ich nur machen. Hydro Blast. Skill Link Rock Blast. Killt mich, oder? LOL! Scheiß die Wand an! Das gibt es nicht! Das gibt es nicht! Fuck, jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich will mal kurz. Rein theoretisch. Ah. Es killt mich. Was ist dein letzter Move? Ich hab die Chance. Ne, hab ich nicht. Ich glaube, dass egal was er einsetzt, KO't mich. Vor allem Rock Blast wird mich KO'en. Das ist halt normal effektiv. Was willst du machen? Ich weiß nicht, Barnett, überlebst du sowas? Ich glaube, du überlebst sowas nicht, ne? Scheiße. Und somit habe ich, glaube ich, noch am Ende verloren. Oder? Ja, das ist verloren. Ja, okay, alles klar. Ich habe mein Bestes gegeben, ja. Ich habe mein Bestes gegeben, habe das Beste getan, was ich tun konnte. Aber das ist wohl ein Loss für mich. Wie gesagt, ich habe das Beste getan, was ich tun konnte. Komm, geh auf dein eisiges Bier, bitte. Genau, hat auch gereicht. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, Leute, wenn euch dieser Party gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und supporten. Wir sehen uns in der nächsten Party wieder. Wie gesagt, nochmal die Information, falls ihr gegen mich spielen wollt, ihr habt genügend Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Die sind alle in der Videobeschreibung und irgendwo da werdet ihr mich auf jeden Fall kontaktieren können. Ich werde euch antworten, keine Sorge. Und dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wir sehen uns dann am morgigen Part wieder, denn ich denke mal, morgen werde ich auch mal wieder Pokémon Showdown Randomizer machen. Momentan habe ich richtig Bock auf das Projekt nämlich. Und dann sage ich einfach mal, bis dahin, tschüss, Kostjankowski und bye bye. Macht's gut.